Das hier ist der Innova SLi 10, ein stylischer Elektroroller der Oberklasse und sozusagen das Flaggschiff des Elektrollerherstellers Innova. Den SLi 9 könnt ihr in dem hier verlinkten Video begutachten, aber jetzt widmen wir uns erst einmal dem 10er Modell. Los geht's! Mit dem SLi 10 hat Innova 2023 sein Topmodell in der Elektrorollerschiene präsentiert und das sieht man auch direkt. Sehr selbstbewusst steht er da, der Elektroflitzer auf seinen 14 Zoll Rädern mit 120er Reifen. Das Logo vorne zeigt, er will sich nicht verstecken. Wieso auch? Sieht ja auch sehr schick aus. Unverkennbar und zum Markenzeichen geworden die eckige Beleuchtung in der Front und das über das Heck gezogene Rücklicht. Das sieht beides nicht nur futuristisch aus, sondern sorgt auch dafür, dass man die Strecke vor sich gut ausleuchtet bzw. auch entsprechend gut gesehen wird. Tagsüber reicht auch schon das Tagfahrlicht, dann leuchtet das Rechteck vorne außen und schaltet man dann das Licht ein, erhellt die LED die Straße. Natürlich ist auch ein Fernlicht mit dabei und die Blinker, ebenfalls alles LED-Ausstattung, sind gut sichtbar, gut positioniert und ragen nicht verwundbar weit hinaus. Alles wirkt sehr wertig, die Verarbeitung ist wirklich richtig gut und man fühlt sich auf der großzügigen Sitzbank auch gleich wohl. Dieses Gefühl, ja, das kommt auch durch das hohe Eigengewicht des SLi 10 zum Vorschein. Die 132 Kilo wirken dann eben nicht so lapprig oder flatterig während der Fahrt, noch eben beim Aufsitzen und im Stand. Für das Rangieren ist das natürlich trotzdem ein Nachteil, denn mal eben das Heck in oder aus einer Lücke zu bewegen durch Anheben, das ist dadurch natürlich ziemlich anstrengend bis unmöglich. Dafür kann aber auch ein zulässiges Gesamtgewicht von 302 Kilo bieten, etwa für einen Mitfahrer, der seine Füße dann auf den Fußrasten abstellen kann und sich hinten auch gut festhalten kann. Ansonsten ein paar schnittige Applikationen, grün trifft auf grau und auf schwarz, auch hier futuristisch trifft es, glaube ich, ganz gut, trotzdem nicht zu überladen und in diesem matten Schwarz gefällt er mir auch richtig, richtig gut. Was direkt auffällt, ist auch die massive Hinterradschwinge, die kommt einarmig von der Seite und sorgt für einen tollen Look, legt auf der anderen Seite aber auch den Blick auf den wirklich großen eingepackten Hinterradnabenmotor frei. Lasst uns über den doch mal direkt sprechen, denn der macht wirklich eine Menge Spaß. Angetrieben wird er von den Akkus, die sitzen unter der Sitzbank und können gleichzeitig angeschlossen werden und werden auch gleichzeitig leergezogen. Was noch lange nicht bei allen Herstellern so ist, umso besser, dass sie es hier so hinbekommen haben und man nicht irgendwie während der Fahrt anhalten und umstecken müsste. Anders als beim kleinen Bruder, dem SLi 9, hängt allerdings nicht die maximale Leistung von der Anzahl der Akkus ab. Also die 4 kW, auf die könnt ihr in jeder Version hier zurückgreifen, nur die Reichweite, die ändert sich natürlich. 140 Kilometer bzw. 70 pro Akku gibt Innova an. In der Realität, ihr wollt ja auch mal vielleicht einen Berg hochfahren, ihr wollt ja auch mal im Kalten fahren und ihr wollt vor allem auch Spaß haben, ist es ein bisschen weniger, aber gute 100 Kilometer sind schon drin. Auch wenn ihr genauso viel Freude an einer sportlichen und schnell beschleunigenden Fahrt habt, wie ich das habe, denn da glänzt so ein Elektroroller natürlich. Apropos Akkus, jeder davon hat 2448 Wattstunden und kann trotz seines Gewichts von 12,9 Kilo sehr leicht entnommen werden, hat oben einen angenehmen Griff, einen Indikator für den aktuellen Ladezustand und natürlich auch den Ladeanschluss selbst. Wenn ihr aber eh in oder an eurer Garage oder irgendeiner Steckdose laden wollt, dann seid ihr auch nicht gezwungen, die Akkus rauszunehmen, sondern könnt hier ganz einfach andocken und beide Akkus gleichzeitig aufladen, das ist sehr praktisch gelöst worden. Ebenso praktisch ist die Tatsache, dass wir trotz Akkus unter der Sitzbank hier noch von einem wirklichen Helmfach sprechen können. Einen Jethelm in meinem Fall oder einen Einkauf bekommt man nämlich auch mit zwei Akkus noch in das Helmfach, was bei Elektrorollern wirklich noch lange keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist wirklich cool. Kleinkrams passt separat auch nochmal hier vorne in das wirklich tiefe Fach, was sie da in den Roller spendiert haben. Da hüpft dann auch nichts raus während der Fahrt. Das gefällt mir so, dass ich diesem Fach hier auch mein Smartphone anvertrauen würde. Was dann wieder den Vorteil hätte, dass der Weg zum USB-Anschluss nicht weit ist, der sich hier befindet und mit dem ich dann beispielsweise das Handy direkt während der Fahrt auch aufladen kann. Und wo wir schon dabei sind, leichte Taschen oder so lassen sich dann hier mittig auch noch unterbringen. Also Helmfach vorne, ein Fach und der Haken. Hier können wir nicht nur einen Sozius, sondern auch ein bisschen was an Gepäck noch mitnehmen.
Wie schnell ihr dabei seid mit eurem Gepäck, das zeigt euch das wirklich wunderbar große Farbdisplay hier in der Mitte an. Vorne gibt es noch so einen kleinen Schutz, um so ein Cockpit-Gefühl aufkommen zu lassen, und dahinter verbergen sich dann die ganzen Infos auf dem TFT-Farbdisplay. Prominent in der Mitte sehen wir natürlich die Geschwindigkeit. Die liegt meistens irgendwo zwischen 48 und 52, wenn ihr Vollgas gebt. Das ist ordentlich. Außerdem zeigt das Display auch noch an, wie hart der Motor gerade arbeitet, und gerade letzteres geht auf die Akkus, klar. Deshalb wird deren Füllstand hier auch als Piktogramm und nochmal in Prozent angezeigt. Leider nicht in restlich verbleibende Kilometer, aber sowas lernt man ja einzuschätzen nach ein paar Durchgängen. Ansonsten allerhand Symbole, die uns zum Beispiel signalisieren, ob wir mit der App und GPS verbunden sind, in welcher der drei Unterstützungsstufen wir uns gerade befinden, oder eben ob im Parkmodus. Dazu noch die Uhrzeit, finde ich immer ganz nett und hat auch nicht jeder das Ganze, und eben super groß und ablesbar das Display. Schade finde ich dabei, dass man hier kein Navi drauflaufen lassen kann, denn eine App-Anbindung hat der Roller ja, also eine Projektion darauf vom Handy, das wäre jetzt technisch nicht so schwierig und auch ziemlich cool gewesen. Steigen wir also ohne Navigation auf und fahren eine Runde, aber das ist gar nicht mal so einfach zunächst. Warum? Naja, eigentlich hatten die eine ganz gute Idee. Mit dem Schlüssel bzw. der Fernbedienung hier können wir keyless losfahren. Einfach draufdrücken und dann draufsetzen, und durch euer Gewicht wird eben der Sensor aktiviert, der merkt, da sitzt jemand drauf, und der schaltet dann automatisch von P in einen der Fahrmodi. Blöd nur, wenn der Sensor scheinbar ganz vorne sitzt oder nur anspringt, wenn ihr ganz vorne sitzt, und das sieht dann so aus in der Praxis. So, wir machen jetzt mal den Test. Modus ist P, und wenn ich mich jetzt draufsetze, passiert gar nichts. Ich kann jetzt auch nicht Plus stellen, muss mich ganz vorne draufsetzen, und dann wackelt mal ganz kurz die Drehung. Jetzt muss ich ihn nehmen und muss dann direkt fahren, also lässt er mich nicht mehr weg. Na, immerhin, jetzt darf ich. Das ist nett. Auf geht's. Naja, immerhin haben sie mir gesagt, dass die eigentlich ab Werk diesen Sensor deaktivieren, beziehungsweise der lässt sich auch noch deaktivieren. Gute Idee eigentlich, aber in der Praxis nicht so nützlich wie erhofft. Wenn wir dann aber mal unterwegs sind, dann bringt der SLI 10 vor allem eines, nämlich jede Menge Fahrspaß. Die 4 kW merkt man hier richtig, vom Start weg zieht er ab, und das so agil und flink, wirklich toll abgestimmt. Auch die Zwischentöne, also vom langsamen ins schnelle Tempo, nicht nur vom Start ins schnelle, sondern auch so zwischendrin mal beschleunigen, geht wirklich ohne Ruckler, ohne Zögern und irgendwelche Löcher ziemlich direkt, also die Gas- bzw. Stromabnahme, die ist wirklich ganz fein dosierbar auf Wunsch, aber auch richtig knallig, also das haben sie schon toll abgestimmt. Das Fahrverhalten ist schön ruhig, die 130 Kilo lassen einem förmlich auf der Straße kleben, man fühlt sich ja sehr gut aufgehoben, und das Fahrwerk ist auch ordentlich. Vorne doppelt gefedert, hinten klar nur von einer Seite, das geht schon klar. Auffällig neben der Laufruhe an sich ist aber auch, dass es nicht scheppert oder kracht, wenn man dann eben doch mal ein Schlagloch erwischt. Also nicht nur beim Anschauen und Fühlen, sondern auch wirklich beim Fahren merkt man durchaus die Qualität und gute Verarbeitung. Wer den SLI 10 so ein bisschen um die Kurven scheucht, der merkt dann auch schnell, der ermöglicht es uns auch, ordentlich in Schräglage zu gehen. Also das geht auch bei dem Gewicht noch sehr einfach, und das macht er dann auch mit Freude mit. Und diese Kombination aus den drei Faktoren Agilität, eine gefällige Schwere, aber trotzdem diese Wendigkeit, das ist wirklich eine sehr tolle Kombination. Ansonsten sehen wir hier noch allerhand Schalter, mit denen wir beispielsweise hupen. Wir haben einen Warnblinker mit an Bord. Ansonsten steuert das hier die normalen Blinker, wir haben noch so eine Taste zum Zurücksetzen, wir haben ein Tempomat, also wirklich Vollausstattung. Das Licht können wir auch automatisch an- oder ausgehen lassen, dauerhaft an, dauerhaft aus. Ich finde, das hat alles, was man braucht. Was auch noch zu sagen ist, neben dem Keyless Go gibt es quasi auch noch das Smartphone Go, denn über die App lässt sich der Roller starten oder abschließen. Außerdem kann man damit auch das Helmfach öffnen, sowie jederzeit sehen, wo der Inoa gerade steht. Und dass er da stehen bleibt, wo ihr ihn abgestellt habt, dafür sorgt die Alarmfunktion bzw. auch Wegfahrsperre. Ist die aktiviert, verweigert der Roller das Wegschieben und macht dabei auch noch auf sich aufmerksam. Die Sensitivität dafür lässt sich ebenfalls via App einstellen. Also, ich finde, das ist doch ein ganz schön gutes Gesamtpaket, was wir hier geboten bekommen. Der Preis für den SLI 10 mit einem Akku liegt bei 3.400 Euro. Für 4.300 Euro gibt es gleich zwei dazu. Das ist nicht billig. Das ist vielleicht auch nicht günstig, aber
Ich finde, das spiegelt das Gebotene hier schon ganz gut wider. Also mit dem Fahrgefühl, was der Roller bietet und der Anmutung, finde ich, ja, wäre ich bereit, das hier zu bezahlen. Aber lasst mich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Am besten hier unten in den Kommentaren, denn da bin ich gespannt. Auch eure Fragen gerne da rein und was ihr sonst noch loswerden wollt. Und wenn wir gerade schon dabei sind, ein Like und ein Abo wären auch großartig und dann verpasst ihr auch keine der neuen Videos mehr. Danke dafür, danke auch fürs Zuschauen bis zum Ende und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.